Ich bin ein Carpador. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Prism. Dem Spiel, wo wir ein Carpador sind. Ich bin mir sicher, ich muss runter. Und andauernd in demselben Scheißstrudel. So, ich muss jetzt nachdenken. So. Wie lange müsste es da nach unten gehen? Geil, endlich mal noch einen Weg. Will mich das Spiel einfach verarschen. Und jetzt bin ich falsch. Mann. Das Rätsel nervt schon. Ich habe schon gesehen, wo es lang geht. Zwar sicher müssen wir in dem einen Strudel da. Wenn allein schon, weil er so gut versteckt ist. Und Alter, wie das Carpador immer schafft, genau auf den Weg zu fahren. Es nimmt sogar die Musik vom Glockenturm von Hardcore Soul Silver. Ach, der Entwickler, der hatte sicher Spaß bei dem Rätsel. Das Schlimme ist ja noch, das muss man dann noch machen, um weiterzukommen. Ich hasse dieses Rätsel. So, mal ein anderer Strudel. Oh, hey.
I love this shit. So. Den Weg mal wieder. Jetzt mal nach da. Nein, natürlich nicht, ey. Ja. Und Alter, bin ich dumm. Ich bin so ein Trottel. So. So. Mal überlegen. An sehr viel bin ich auch einfach der Einzige, der das nicht blickt. Das Spiel hat zwar sehr viele positive Aspekte, aber auch sehr viele negative. Der Weg ist scheiße. Alter, das habe ich noch gar nicht probiert. Aber das ist auch scheiße. So mal überlegen. Ganz ehrlich, ich würde dieses Rätsel am liebsten speeden. Diese Scheiße. Alter, wir sind jetzt erst auf 10 Minuten im Part und immer noch im selben Raum. Oh hey, wir sind wieder hier. In dem Raum, wo alles scheiße ist. Warte, passiert eigentlich dort
irgendwas. Ganz ehrlich, ich wette, der Entwickler hatte eine Menge Spaß beim Entwickeln des Spiels. Wenn ich mir vorstelle, denn so, was könnte man gut zum Troll nehmen? Ich weiß, so ein Kapado-Rätsel. Die Musik nervt auch so langsam. Alter. Ja, toll, ist sogar noch extra gemacht, damit ich da nicht kann zurück. Och, komm schon, Spiel, ey. Also ich mache hier einfach irgendwas nur noch. So, das biete ich mal dort, der Teil. Wieder hier. Ganz ehrlich, das biete ich jetzt. Scheißegal. So, für die Musik in den Ohren wehtut, ey. Ich will hier endlich raus. Das war das so schwer für MSFK. Ja, aber jetzt bin ich wieder hier. Tut mir leid, Leute, dass ich das speede. Aber das Spiel lässt mir keine andere Wahl. Und ja. I love this game. This game is the best game of the year. Beste Let's Play des Jahres. Tatsächlich, an dem Spiel habe ich sehr viel Spaß, aber dann gibt es so Momente wie diesen. Die sind einfach frustrierend. Ja. Alter, bei der Macht des Speed-Knopfes. Bei der Macht des Speed-Knopfes. Oh, geil. Bei der Macht des Speed-Knopfes. So würde ich den Part nennen. Halt einfach das Maul.
Ja, toll. Bei der Macht des Speed-Knopfes. Ja, bei der Macht des Speed-Knopfes, Leute. So werde ich den Part nennen. Und da denkt ihr euch, Alter, was will der von mir? Und dann seht ihr, guckt ihr so in den Part, seht da nach 5 Minuten, oh, der ist immer noch an derselben Stelle. Dann spult ihr 15 Minuten vor und seht dann, wie der Typ sagt, yes, na endlich, bei der Macht des Speed-Knopfes. Oder so. Ja, und jetzt komme ich im Wald voran. Ich will mir erstmal Repel kaufen. Dabei, da macht es Speed-Knopfes, Leute. Falls jemand weiterkommt und auf dem Emulator spielt, benutzt den Speed-Knopf. Revive. Komm. Wenn Revive nicht so teuer wäre, würde ich es auch kaufen. Erstmal Zell. Ich habe ja noch ein Nugget. Ja, stimmt, ich habe hier Waterstone. Repel, 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 Repel. Alter, als ob der keinen Repel hat. Dann halt nicht, ey. Weil der macht das Speed-Knopf. Ja, Leute, wenn ihr mal um Emulator spielt, denkt dran, benutzt den Speed-Knopf, der hilft euch weiter. Ganz ehrlich, sind mir jetzt vier Parts genau an der Stelle. Irgendwie in diesem Wald. Leech Seed. Ach, geil. Dann sehe ich, finde ich, würde ich einen Heißhop finden, würde ich das direkte Schwalbus geben. Weil so ein Heißhop Schwalbus. Oh, hey, jetzt haben wir endlich die Bugcatcher. Yay. Nein, ich hab sie vermisst. Hallo, Bugcatcher Lenny. Wo ist dein Gengar? Das ist kein Gengar. Das ist nicht der wahre Lenny. Das ist ein Faker. Das ist nicht der wahre Lenny. Der wahre Lenny, der hätte ein Gengar. Und ein Mimikma. Auch noch. Gut. Really? Poison Powder. Geil. Alter, ich hätte noch gedacht, wir würden den kompletten Part hier verbringen in der scheiß Kapador-Höhle. Ja, nice. Ja, nice. Ja, nice, YouTube, danke. Seht ihr, wie professionell dieser Filmmaster ist, Leute? Ja, Markus, ich weiß nicht, bring to learn scary face. Keine Ahnung, ob seit der Akrobat scary ist. Joa, Ehrenmann, du kannst ruhig Level 23 erreichen. Janma. Aber Kanimani, der soll ja trainiert werden. Nicht du, Ehrenmann. Hat er Level 25, ey. Was geht ab bei denen? Flachsahne. Hilf mal die. Kämpft mal Seite an Seite mit diesem Akrobaten. Hahaha, super witzig. Janmal war es besiegt. Wer hätte das gedacht?
Und ich drehe gleichzeitig an meinen Fidget-Spinner, juhu. Ich glaube, Kanimani braucht noch ein Level. Wie du... Nett. Okay, das ist nur Blutzug. Ich dachte schon, das wäre Omod, aber das ist nicht Vino-Math, das ist Vino-Net. Und kein Vino-Saw, weil das wäre dieser Floor. Alter, Level 26. Joa, mit meinem Kanniblani vorhin, genau. Alter, warum ist der Bugcatcher so overpowered? Die zweite Arena-Leiterin, die war erstmal 22. Signal Beam, nice Animation. Und seit wann kann Apfelleuchte bitte schön verwirren? Das wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Poison Powder, my best friend forever. Komm. Ja, der Tonupto Fanboy, der hat mich anscheinend deabonniert. Der ist mir nicht mehr treu. Dann halt Schlagsahne. Poison Powder geht daneben. Signal Beam, ja. Ja, nice, die Autos sind ja wieder rum. Seit der Kobalt Level 18. Schlagsahne. Na nun, seit der Kobalt entwickelt sich. Herzlichen Glückwunsch, seit der Kobalt wurde so Crokenau. Oder auch so Tyrakrok. Ja, hat nice Werte auf jeden Fall. Halt sogar über. Okay, zweitbeste Verteidigung meines Teams sogar. Speed müsste bei Schwalbots ist auf jeden Fall am höchsten. Aber ich glaube, Tonupto später wird einen deutlich höheren Speed haben. Antidote. Dieser Ehrenmann muss geheilt werden. Und dieser Ehrenmann bekommt auch noch einen Big Mac. Das so cool ist. Und der Schlagsahne, der bekommt nur so einen läppischen Trank, ey. Und ein nerviges wildes Pokémon. Hallo Paras mit dem Schrei, der so ähnlich ist wie der von Mewtwo. Tschüss Paras, der ein Schreier, der so ähnlich ist wie der von Mewtwo. Ich find's nice, wie man die Musik von Diamant und Pearl einfach geremixt hat. Bullpix. Hallo, es ist Arschratte, die niemand leiden kann. Tschüss, es ist Arschratte, die niemand leiden kann. Hallo Pikachu, du kleines zerstörtes Stück Scheiße. Tschüss Pikachu. Ich sag dir tschüss Pikachu, kleines zerstörtes Stück. Das ist ein Glück, weil das ist nur ein Pikachu. Und deswegen wollte ich auf dem Dönerschock tanken. Karl. Ach, da mal so Carbonat da noch. Nice. Also der Käfersammler Carbonat. Okay, jetzt habe ich eine neue Idee für den Titel. Aquajet. Okay. Macht Aquajet. Aquajet ist Wasserdüse. Aber Aquajet hört sich deutlich geiler an. Maskierigen.
Ich hätte jetzt einen Deoxys erwartet, aber ja. Der Karl wollte noch warten. Der Carbonat, der wollte noch warten mit seinem krassen Pokémon. Aber ganz ehrlich, ich muss gleich nochmal einen Screenshot machen von Käfersammler Carbonat und werde das dann auf YouTube. Wartet. So. Käfersammler Carbonat wurde besiegt. Man, da hat er wohl Deoxys ersetzt durch Maskeregen. Maskeregen ist scheiße. Deoxys ist Glaskanone. So. Ja. Da haben wir sogar noch letzten Endes noch ein bisschen Fortschritt gemacht. Ist sogar ein bisschen mehr geworden. Hätte wir nicht so skilllos. Also ich hätte wirklich gedacht, wir würden den ganzen Part da drin hocken. Meine Ding. Was? Ja, man sagt uns Route 80, eine 83. Tschüssi. Arrivederci. Würde. Hä? Ja, okay. Die sah gerade ein bisschen seltsam aus. Der NPC. Route 82. Markt. Oh, hier ist gleich der nächste Gym. Gym, die da ersetzen. Man kann schon jetzt gegen den nächsten Arena-Leiter kämpfen. Warum nicht? Versuchen wir es mal. Ah, who are you? Ah, that's right. I'm a gym leader in this gym. Nein, wirklich. Du bist ein Arena. Okay. So, okay, man kann noch nicht. Die hat keine Motivation. Ja, danke. Deswegen hast du wohl auch keine Trainer. Ja, dann halt nicht. Okay. Oh, besiegen wir noch den Trainer. Okay, Lunatune. Lunatune. Whatever. Wie auch immer das Ding heißt. Razor Leaf! Und ich sollte wieder mein Croconaw nach vorne packen. Aber hey, ich bin wenigstens eingepennt, juhu. Ich rechne irgendwie schon mit dem Dream Eater oder wie auch immer das heißt. Aber wie kann es sein, dass wir jetzt so underleveled sind? Und Fusion. Okay. Crack.
Crit, I love you so much. Crit, you are the best thing in this world. Crit, you're my best friend forever. Konfusion. Konfusion. Dieser Hex, mal wieder. Dieser Hex. Ja, geil. Noch selbstverletzt. Ja, komm, schlag dich nochmal selbst, Schlagsahne. Ja, geil. Schlagsahne mag mich auch nicht mehr. Ja, geil. Rockslide kann's auch noch, geil. Geil. Einfach nur geil, ich kann Rockslide. Willow trifft zum Glück immer. Alter, statt Roxette macht er jetzt Konfusion. Gechockt. Flame Reel. Cosmic Kraft. Geil, es kann auch noch Cosmic Kraft, der Elektrostock. Oh hey, ich mach so viel Schaden mit meinem Ruckzuck-Hieb. Oh hey, oh Mann. So viel, aber hey. Mein Feuer-Pokémon hat es am Ende geschafft. Ehrenmann will Agilität nennen. Wo kommt der Twister? Nein! Jetzt habe ich keinen Wing-Attack. Ich bin... Nein! Ich bin so ein Dummkopf. Oh, es hat da noch einen Zorak. Ja, nice. Komm. Kommst du auch noch? Komm, damit du. Oh, jetzt können wir also auch noch. Flame Wheel. Oh Mann, oh yeah, oh geil, noch eine Cosmic Kraft ins Gesicht, oh geil, oh Mann, ey. Oh Mann, ich mach so viel Schaden auf das Solrock, das ist ja, oh geil, jetzt mach noch eine Cosmic Kraft, damit ich noch weniger Damage mache, oh, ich liebe dich, Sonfel. Komm hier. Ich hab fast hätte ich auf Crocknor eingesetzt. Aber der ist zu tot, um. Ja, zu tot. Zu tot, um einen Burger zu essen. Von der Krosse Krabbe. Geil. Alter, meine Stimme gerade. Alter, geil. Das kann Konfusion. Rock, okay. Rocks, es kann nur Rocks throw. Bin released vom Fire Spin. Sonic Mania ist heute erschienen, yay. Juhu, Rocks throw. Alter, Burn sei Dank. Alter, hopp. Wie geht's dir so? Alter, Junge. Respekt. Ist doch heute mal eine etwas längere Folge, aber stört euch ja wohl nicht. Thank you for watching, ja. Thank you for waiting. Ja, aber thank you for watching auch. Ich stelle mich neben das Gebäude. Und die Parchessi Hall. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich bin schräg. Egal. Gibt Schutz. Natürlich nicht. Warum auch? Ist ja unnötig sowas. Egal, dann wenn wir hier den Pfad. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Schau. Was ist das?